Grenoble gestern Abend. Hit the champagne! Here we go! Bordeaux, 206. Nicht schütteln, sonst bricht er. Grenoble, Schauplatz des Final Four-Finalturniers um den Continental Cup, der einzigen Trophäe im europäischen Eishockey, die in diesem Jahr ausgespielt wird. Neben dem Gastgeber haben sich Salzburg, die favorisierte Mannschaft aus Minsk und etwas überraschend die Sheffield Steelers qualifiziert. Modus jeder gegen jeden, wer die meisten Punkte holt, hat den Pott. Gleich zum Auftakt bekommen es die Salzburger mit dem Favoriten aus Weißrussland zu tun. Anschließend ist man dann schon schlauer. Noch eine knappe Stunde bis zum ersten Bulli. Gegner Junost Minsk, das ist die momentan mit weitem Abstand beste Mannschaft der weißrussischen Liga. Continental Cup Gewinner 2007, ein echter Brocken. Seit einer gefühlten Ewigkeit hat keine österreichische Mannschaft mehr einen internationalen Titel holen können. Das soll sich ab sofort ändern. Das erste Drittel geht mit 2:0 an die Weißrussen. Dann dreht Salzburg auf. Bis kurz vor Schluss steht das Spiel auf der Kippe. Salzburg hat den Rückstand in eine knappe Führung verwandelt. 4:3. Noch etwas mehr als 2 Minuten. Ulmer 5:3, ab sofort heißt der Turnierfavorit Salzburg. Ja, wir haben viel gelernt. Das war ein neues Niveau, hoher Niveau. Und die Spieler haben viel Lösungen gefunden. Pierre Paché, mehr als ein Dutzend Jahre in der NHL, zweimal deutscher Meister mit Berlin, österreichischer mit Red Bull Salzburg. Wenn der mal zufrieden ist, dann hat die Mannschaft wirklich was geleistet. Die Belohnung, ein Mannschaftsessen in der Stadt. Gegner morgen, der amtierende britische Meister. Klingt gut, aber Großbritannien und Eishockey? Immerhin hat Sheffield am Tag zuvor Gastgeber Grenoble aus der Halle geschossen. Ja, Alter, cool, wenn die Kamera ist. Alter, ein Homo, Mann. Ja, das ist ein Homo. Der Homo ist ein Homo. Was ist mit dir? Salzburg gegen Sheffield. Mögen sie auf der Insel eine große Nummer und ansonsten noch so harte Burschen sein, der finsteren Salzburger Entschlossenheit haben die selbsternannten Steelers nichts entgegenzusetzen. Am Ende sind sie mit 51 Strafminuten und nur 6 Gegentoren gut bedient. 6:1, das zweite Spiel, der zweite Sieg. Fehlt nur noch eins, ein Sieg über Gastgeber Grenoble. Grenoble spielt wie die schwedische Mannschaft. So, Vorcheck, Grenoble ist so. Im Grunde ist es vollkommen wurscht, wie Grenoble spielt oder auch nicht. Pierre Paché und seinen Männern ist der Pokal nicht mehr zu nehmen. Die anderen haben sich die Punkte gegenseitig weggenommen. Salzburg ist durch, ganz gleich, was Grenoble anstellen wird. Sie wollen das. So, wir müssen auch reagieren. Das System ist wichtig, aber der Unterschied ist immer die Spieler. Die Spieler sind der Unterschied. Das System ist eine Struktur. Struktur ohne gute Spieler, ohne Bereitspieler ist kein Unterschied. Pierre Paché hat gute Spieler und die haben ihm genau zugehört vor dem letzten Spiel. Es dauert 21 Sekunden, dann liegt Salzburg vorne.
Die ausverkaufte Halle wird staunend, wenn auch etwas angesäuert, Zeuge, wie eine extrem souveräne Mannschaft aus Österreich den Gastgeber jederzeit unter Kontrolle hat, einen Treffer nach dem anderen landet, es am Ende bei 9 Toren bewenden lässt und erstmals seit 1998 einen europäischen Titel nach Österreich holt. Continental Cup Gewinner 2010, EC Red Bull Salzburg. Herzlichen Glückwunsch! Nico ist hier, Hans ist da dort.